Wir fangen direkt auf dem Rücken an. Also leg dich zurück. Und dann leg deine Hände neben das Gesäß und heb dein Po ein Stückchen weg von der Matte. Schieb deine Hände unter deinen Po. Und dann kannst du die Knie auf die Seite öffnen in Baddha Konasana, so ein bisschen Platz zwischen den Schulterblättern machen. Und lass die Knie so ein bisschen schwerer werden. Spür, dass du ein klein bisschen mehr Platz für die Bauchdecke hast, wenn du so auf deinen Händen liegst. Und lass wirklich da alles im Bauch, bevor wir gleich den Bauch ein bisschen benutzen. Für einen Moment ganz in Ruhe, ganz entspannt. Und lass mit der Einatmung die Bauchdecke so ein bisschen nach oben und mit der Ausatmung lass den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule sinken. Halte den Atem vielleicht für einen kurzen Moment und dann atme nochmal ein, wie in so einen Ballon, der sich ganz feste aufbläst. Halte den Atem und schieb den Bauch noch ein bisschen mehr nach außen und dann löst das, atme aus. Halt auch da nochmal den Bauch, zieh den Nabel nach innen, kannst auch den Beckenboden anspannen, wenn du magst. Und dann löst das und atme nochmal tief ein. Und dann nimm mit der Ausatmung die Knie zusammen. Du kannst die Hände direkt unter deinem Gesäß lassen, weil das brauchen wir so für die erste Übung. Zieh die Knie zu dir hin und dann spürst du, dass du den unteren Rücken so ein bisschen mehr Richtung Matte rutschen lassen kannst. Und dann streck deine Beine lang nach oben. Streck die Fersen nach oben zur Decke aus, sodass die Beinrückseiten gestreckt sind. Du kannst die Füße flexen oder deine Fußballen von dir wegschieben und die Zehen zu dir hinziehen. Und versuch wirklich, die Beinrückseite ganz lang zu machen. Schau nochmal, dass der Nabel zur Matte hinzieht, also der untere Rücken schön mit dem Boden verankert ist. Und dann atme da tief ein. Und für die ganze Ausatmung, also wirklich langsam, bring deine gestreckten Beine mit den Fersen bis kurz über den Boden. Atme vollständig aus und dann ziehe die Knie mit der Einatmung zu deinem Brustkorb hin und streck die Beine, bis die Einatmung fertig ist. Atme aus, nimm die Füße zurück Richtung Matte und mit der Einatmung zieh die Knie zu dir hin, streck die Beine. Atme aus. Wenn du magst, kannst du auch die Beine gestreckt wieder zurück nach oben nehmen. Aber schau, dass du die Bewegung wirklich langsam machst. Eine Bewegung gilt für einen Atemzug. Und versuch die Atmung ganz vollständig zu benutzen. Also erst mit der Bewegung zu enden, wenn die Atmung beendet ist. Und mach das noch 5 Mal in deinem Tempo. Also ich muss noch 2 machen. Und beim letzten Mal löst die Hände vom unterm Gesäß weg, stell die Füße mattenbreit auf oder hüftbreit auseinander und mit der Einatmung hebt dein Gesäß, hebt die Arme über den Kopf und mit der Ausatmung komm nochmal tief zur Matte, mit den Händen zurück, Zehen zurück und nochmal einatmen, komm nach oben und atme aus, zurück und ein letztes Mal. Und dann atme aus. Und dann dreh dich über eine Seite. Setz dich nach oben zum Sitzen und setz dich gerade auf. Und winkel deine Knie an. Fass deine Schienbeine unter den Knien und stell die Zehballen auf. Also so, dass die Fersen weggelöst sind vom Boden. Und dann zieh dich richtig schön hier mit dem Bauch Richtung Oberschenkel, dass du merkst, die Sitzknochen schieben in den Boden. Die Wirbelsäule richtet sich lang auf.
Und dann streck deine Arme nach oben. Schließ deine Handflächen, zieh deine Hände vor dem Herzen zusammen, Namaste. Und schieb die Hände hier zwischen die Beine. Du kannst die Füße auch noch ein kleines Stück weiter nach vorne stellen, sodass du hier richtig die Beine zusammenschieben kannst. Und gleichzeitig zieh die Hände auseinander. Also du merkst richtig, dass die Beininnenschenkel sich hier wirklich anstrengen müssen. Entspann deine Schultern, öffne den Brustkorb. Und nimm noch 2 Atemzüge, also es ist wirklich anstrengend. Und dann löst das. Atme ein, streck die Hände nach oben. Und wenn du ausatmest, bring die Arme auf die rechte Seite. Und jetzt pressiere mit deinem Arm gegen das Knie und das Knie gegen den Arm. Wenn du magst, kannst du das rechte Bein von der Matte lösen oder vom Boden lösen. Und einmal den rechten Arm nach hinten bringen, sodass du in einen Twist kommst. Und je mehr du dich hier vorne wegschiebst von dem Knie, merkst du, dass wirklich die Bauchmuskulatur sich anstrengen muss. Schau ruhig nach hinten oder leicht nach hinten gedreht. Und nimm noch 2 Atemzüge. Und dann setz deinen Fuß ab, komm zurück über die Mitte. Streck die Arme nochmal nach oben mit der Einatmung. Und mit der Ausatmung setzt die Füße ab. Stell die Hände unter den Schultern auf, die Fingerspitzen zeigen nach vorne, die Füße sind hüftbreit. Und dann streck dein Bauch und die Hüfte nach oben zur Decke. Wenn du magst, kannst du den Kopf hängen lassen. Atme da tief ein und wenn du ausatmest, nimm zuerst das Kinn zurück. Stell das Gesäß ab, nimm die Füße wieder etwas näher. Fass deine Waden, fass deine Schienbeine, stell die Fußballen auf, bring die Hände zusammen, atme ein, streck dich lang. Streck auch vor allem den Rücken lang, von den Sitzknochen bis in die Fingerspitzen und bring die Arme auf die linke Seite. Press da das linke Knie gegen den rechten Arm. Wenn du magst, löst das linke Bein und bring den linken Arm zurück. Schieb dich gegen das Bein und mit dem Bein gegen den Arm und spür wirklich, dass du die ganze linke Seite da öffnest, dabei die Bauchmuskulatur anstrengst. Denk nochmal an den Arm, an das Knie, an den langen Rücken, beide Sitzknochen in der Matte, vielleicht den Fuß vorne ein bisschen höher und noch 2 tiefe Atemzüge. Und dann stell zuerst den Fuß ab, bring beide Hände wieder zurück in die Mitte. Atme tief ein und atme aus. Komm in den Tisch. Atme ein, löst den Nacken. Und atme aus, nimm das Kinn zurück. Nimm das Gesäß zur Matte. Und für die letzte Übung, stell die Fingerspitzen auf der Matte auf. Bring die Knie zusammen und löst die Füße vom Boden. Und dann lass die Knie einmal auf die rechte Seite fallen und streck die Beine lang aus. Achtung, dass du nicht nach hinten rutscht mit dem Rücken, sondern dass du gerade bist. Atme ein, komm über die Mitte und aus auf die andere Seite. Schön dicht am Boden. Ein über die Mitte und aus auf die andere Seite. Und nochmal ein über die Mitte und aus. Und noch 2 auf jeder Seite. Und bleib schön bei deiner Atmung. Versuch wirklich die Atmung tief zu nehmen und auch die Bewegung und die Atmung gemeinsam zu machen. Und dann kannst du in der Mitte bleiben. Wenn du magst, streck beide Füße nochmal nach oben. Stell die Füße hüftbreit auf. Komm in den Tisch. Setz das Gesäß ab. Komm nochmal zurück auf die lange Seite der Matte. Leg dich ganz auf den Rücken. Streck dich in die Länge. Und dann nochmal wie am Anfang. Setz dich auf deine Handflächen. Bring die Fußsohlen aneinander. Lass die Knie nach außen fallen. Spür nochmal deine Bauchdecke. Lass den Bauch ganz locker. Und nimm nochmal 3 tiefe Atemzüge. Kannst die Augen auch dabei schließen.
Und dann drück das Gesäß weg von den Händen. Bring die Knie zu dir hin. Mach dich zu einem kleinen Paket. Und schaukel nochmal nach oben zum Sitzen. Setz dich gerade auf. Und schließ deine Hände vor deinem Herzen. Namaste.